Lavendel aus Bulgarien. Nirgendwo wächst er besser als hier. Die Balkanbauern sind Weltspitze. Was kaum jemand weiß, vor über 10 Jahren haben sie bei der Lavendelölherstellung sogar die Franzosen überholt. Ich liebe das. Ich bin stolz, dass ich ein Teil davon bin, dass Bulgarien an erster Stelle in der Welt steht. Es ist ein hartes Geschäft, denn wird der Lavendel falsch geerntet, geht er ein. Oh, hast du die Reihe gemacht? Schau, das sieht gar nicht gut aus. Das muss ich vom Lohn abziehen. Das Öl der Pflanze gilt als Wundermittel. Vor allem gegen Stress. Perfekt. In Zentralbulgarien gibt es in fast jedem Dorf eine Kräuterdestillerie. Seit 15 Jahren boomt hier die Lavendelproduktion. Ein Knochenjob. Alexander Draganov war früher Theaterregisseur in Sofia. Mit Mitte 50 wagte er den Neuanfang, um eine Brennerei aufzubauen. Lavendel ist sein Spezialgebiet. Ja, it's great. Ja. Seine Destillerie, 200 Kilometer östlich von Sofia, gehört zu den größten des Landes. Doch Alexander geht es nicht um Masse, sondern um Klasse. Die Qualität des Lavendels erkenne ich an der Beschaffenheit der Blütenrispe. Es gibt da ein sehr spezifisches Merkmal an der obersten Spitze. Die muss schon verblüht sein und hat dann auch nicht mehr die kräftige Farbe. 2020 ist kein gutes Lavendeljahr. Alexander besitzt mehrere Felder. Doch die Ernte lohnt sich in diesem Jahr kaum. Viele Pflanzen sind in der Hitze verbrannt. Nachbar, Lavendelbauer Spas Stankowski, fährt in diesem Sommer für Alexander die Ernte ein. Mach ein bisschen höher, Vorsicht! Jede Minute zählt. Ein Gewitter ist angesagt. Zur Seite! Geerntet wird nur bei Sonne. Bei Regen gibt die Lavendelpflanze kaum Öl. Die Männer wollen heute noch 30 Hektar schaffen. Und nun streikt auch noch die über 20 Jahre alte Technik. Halt an! Aus! Der Motor ist überhitzt. Die Maschine muss ständig arbeiten. Das hier finanziert unser ganzes Jahr. 30 Minuten später. Der Traktor rollt zwar wieder, doch Spaß setzt jetzt auch auf Handarbeit. Ich komme. Andrzej, ich komme jetzt zu dir. Dein Mann hat gesagt, dass du gestern ganz fleißig warst. Und heute, also jetzt, wird es noch besser. Ja? Ja. Spaß zahlt seinen Feldarbeitern 15 Cent pro Kilo Lavendel. Gemessen am Durchschnittseinkommen der Bulgaren ist das viel. Einige Arbeiter kommen so auf 30 Euro am Tag. Die Ernte ist in diesem Jahr jedoch schwerer als sonst. Das Klima hier hat sich verändert. Es ist in den letzten Jahren trockener geworden. Im Winter warm und im Frühjahr dafür kälter. Das alles ist gar nicht gut für den Lavendel. Er wächst nicht mehr so gut. Was soll ich sagen? Ein schlechtes Jahr. Wer hat denn diese Reihe gemacht? Ach, wie das aussieht. Das ist nicht gut. Das muss ich vom Lohn abziehen. Die Pflanzen sind zu kurz geschnitten. Die werden braun. Wie hast du denn das geschnitten? Du musst die Sichel höher halten. Das ist die Sichel. Sie ist stumpf. Ich habe mich geschnitten. Du musst die Sichel wirklich höher ansetzen. Aber sie schneidet doch nicht. Dann komm, ich gebe dir eine neue. Es geht nicht. Das wird schon. Hol eine neue. Da drüben gibt es welche. Ist dir sowas schon mal passiert? Julietta schneidet seit 15 Jahren Lavendel. Verletzt hat sie sich bisher noch nie. Die Hitze macht allen zu schaffen. Will jemand Wasser? Vorn ist welches. Ja? Alle 2 Stunden holt Spaß frisches Wasser für seine Arbeiter. Der 12-jährige Ali hilft ihm dabei. Papa, willst du was? Ali hat Ferien und kümmert sich um seinen Vater. Er ist herzkrank und muss besonders viel trinken. Es ist super anstrengend. Ja, aber in Afrika,
ist es auch nicht einfacher. Und früher gab es nicht mal Maschinen. Vor 100 Jahren, was haben da die Menschen gemacht? Den ganzen Tag auf dem Feld und auch mit der Hand geerntet. Also auch wie wir mit der Sichel. Alis Vater hat das Zeug zum Erntekönig. Oh, ich glaube, wir haben schon über 10 Säcke. Hallo. Der Höhepunkt des Tages, das Wiegen. Je schwerer der Sack, desto mehr Geld gibt es am Abend. 2,50 Euro pro Fuhre gibt es im Durchschnitt. Bei der Abrechnung lässt sich Bauerspaß eigentlich nicht in die Karten gucken. Darf ich mal zählen? Echt? Na los. Matte am Feldrand. 114. Macht fast 20 Euro für Alis Vater. Weil er richtig gerechnet hat, darf Ali nun den Lohn aller zusammenzählen. Die Kinder und die Jugend sind unser Spiegel. Und deswegen müssen sie viel lernen und sich entwickeln. Ja, ganz einfach. Weil sie unsere Zukunft sind. Im Tal des Lavendels in Stara Sagora gibt es kaum noch junge Leute. Sie zieht es in die Städte oder ins Ausland. Einer von ihnen ist vor kurzem zurückgekommen. Valentin Koschuharov. Der Wirtschaftsingenieur bringt es nicht übers Herz, das Lavendelfeld seines Opas brach liegen zu lassen. Während der Erntemonate Juli und August arbeitet er von Montag bis Freitag in Sofia als Manager. An den Wochenenden kommt er ins Lavendeltal und sitzt bei über 35 Grad 10 Stunden auf dem Traktor. Ja, die alte Technik, keine Klimaanlage, alles primitiv. Die Ernte holt man nun mal in großer Hitze ein und ich schwitze. Und ja, ich rieche bestimmt auch ein bisschen streng. Aber der Lavendel liebt es heiß, umso heißer, desto besser. Dann steigt sein gutes Öl von der Wurzel hoch zur Blüte. Der 35-Jährige bewirtschaftet viele kleine Felder. Sein Lavendel wächst auf dem Kalkstein des Balkangebirges. Valentin benutzt keine Pestizide, betreibt nachhaltige Landwirtschaft. Wie lange er das noch durchhält, weiß er nicht. Korrupte Großbauern haben es auf die guten Böden der kleinen Landwirte abgesehen. Bulgarien hat am Weltmaßstab gemessen eine sehr gute, wenn nicht die beste Qualität. Meiner Meinung nach müssten Kleinbauern, die Lavendel haben, viel mehr unterstützt werden. Das ist doch eine Tradition unseres Landes. Aber ich habe nicht die Absicht aufzugeben. Das macht man nur, wenn man an dem, was man tut, die Lust verliert. Und ja, wie gesagt, ich arbeite primitiv mit alten Geräten. Dadurch ist meine Ausbeute nicht groß, aber mir macht das total Freude. Ich will eigentlich nicht aufgeben. Der Traktor ist noch von Opa. Geld für neue Technik ist in den Kleinbauernfamilien knapp. Sie leben in einer der ärmsten Gegenden des Landes, in der Provinz zwischen Sofia und dem Schwarzen Meer. Doch es gibt Hoffnung. Valentin ist nicht der Einzige, der anpackt. Hey ihr! Ich bin vom Arbeiten total schmutzig. Das ist der neue Fashion-Trend. Valentins Freunde Tanjo und Sveta haben sich einen Traum erfüllt und im Lavendeltal eine moderne Destillerie aufgebaut. Dort verarbeiten sie vor allem Pflanzen von Kleinbauern. Die sind von hoher Qualität. Besser sogar als die der Franzosen. Denn die Bauern der Provence kämpfen aktuell mit einem Bakterium, das ihren Lavendel schwächt. Oh gut, wie findest du den Lavendel? Naja, hier wurde er zu tief am Stängel abgeschnitten, aber der Rest ist schon in Ordnung. Dafür, dass du erst lernst, ist es schon in Ordnung, mein Freund. Danke, danke. Sveta und Tanjo stammen aus Bauernfamilien und haben in Italien Betriebswirtschaftslehre studiert. Sie sind zurückgekommen, um ihrem Land zu helfen. Bulgarien ist das ärmste Land Europas. Das hängt mit den wenigen Möglichkeiten zusammen.
Aber es gibt hier auch ein großes Potenzial in der Landwirtschaft, etwas zu erreichen. Ich will Dinge entwickeln, die uns hier helfen. Bulgarien hatte früher hervorragende Wissenschaftsinstitute, die die Entwicklung der Lavendelsorten vorangetrieben haben. Eine gute Forschung war das. Nach dem Fall des Ostblocks ging das alles den Bach runter. Eine Zeit des Stillstands am Wissenschaftlichen Institut der ätherischen Öle. Es gab keine Gelder mehr. Erst seit kurzem wird es wieder ernst genommen. Und wir Bauern bekommen Unterstützung von den Wissenschaftlern. In Sofia, an der Akademie der Wissenschaften, startete vor 2 Jahren ein EU-Projekt zum Lavendelanbau. Die Forscher analysieren das Öl und die Nachhaltigkeit der Pflanze. Projektleiter Wladimir Dimitrov geht es aber auch um die Wirtschaftlichkeit. Ich würde eigentlich stolz sein, wenn wir selber in Bulgarien viel Kosmetik machen würden. Das heißt im Prinzip, also Stolz sollte ich haben, wenn wir nicht nur Rohstoffe produzieren, sondern auch selber verarbeiten. Das ist mehr wert eigentlich dann. Das bulgarische Lavendelöl soll künftig direkt in Bulgarien verarbeitet werden. In der Destillerie von Alexander Draganov soll das Wirklichkeit werden. Über 10.000 Liter Öl will er in diesem Jahr produzieren. Die Qualität erkennt er am intensiven aromatischen Geruch. It's great. Die Dampfdestillation von Lavendel dauert nur 45 Minuten, doch das Öl kostet um die 100 Euro pro Liter. Ein Nebenprodukt des Öls ist das Lavendelwasser. Ein Mittel, das in der Kosmetikindustrie stark im Kommen ist. Die Produktion hat sich in den letzten Jahren beinahe verdreifacht. Es ist so. Bulgarien ist führend im Lavendelanbau und der Rohstoffproduktion. Wir haben einfach die besten Pflanzen, sage ich mal so. Doch wir exportieren zu viel. In die ganze Welt. Sogar Frankreich kauft bei uns ein. Und die Franzosen deklarieren dann um und etikettieren und verkaufen es als ihr französisches Lavendelwasser und Lavendelöl. Das Geschäft mit dem Lavendel ist hart umkämpft. Manchmal braucht es gute Bewacher. Gleich hinter der Destillerie, in diesem Haus, lagern die wertvollen Rohstoffe von Alexander Draganov. Noch ist es nicht offiziell, doch ab dem kommenden Jahr will der 75-Jährige hier aus seinen Ölen Kosmetik und Arzneimittel herstellen. Wait here, a little bit here. Kein Zutritt, aus Angst vor Diebstählen. 10 Liter Lavendelöl kosten 1.000 Euro. Daraus will er eigene Aromatherapiemittel machen. Durchaus ein Geschäftsrisiko. Weil die Bulgaren sich eigentlich nicht auf pflanzliche Mittel verlassen. Das haben sie nicht gelernt. Sie ziehen Pillen und Medikamente vor. Die Menschen im Westen und in Amerika sind da anders. Also weiter. Alexander Draganov ist immer auf Achse. Er ist ein gefragter Geschäftsmann, verhandelt vor allem mit Deutschland, den USA und mit Asien. Zur Erntezeit läuft seine Destillerie fast 24 Stunden am Tag. Das Geschäft mit den Balkankräutern, es läuft. In den vergangenen Jahren haben die Bulgaren doppelt so viel Lavendel wie ihre Kollegen aus der französischen Provence produziert. Diesen Vorsprung wollen sie ausbauen.